Und ja, wir haben jetzt das Schattenschwert. Ist eine Zweihandwaffe, die übelst scheiße ist eigentlich. Wenn ich mich jetzt so, wie sie mir so Bereit. ansehe. Ah ja. Wir reisen jetzt erst einmal nach, wie gesagt, Chaldun zurück. Lassen hier alles hinter uns. Ja, sprecht mit Quake. Quake wollte für euch den Glutstein für den Schlüssel für das Tor zum Abgrund bereithalten. Sprecht mit ihm in Chaldun. Ja, noch ein kleiner Spoiler-Alarm so von mir. Hätten wir die Mondstadt nicht ausgelöscht, da wäre Quake jetzt tot. Da hätten die nämlich die Mondstädter getötet, wenn wir den Pakt eingegangen wären. So, jetzt aber erst einmal. Ah, die Rune ist zurück. Der Prinzeps ist komplett. Ha! Sie werden bei seinem bloßen Anblick fliehen. Habt ihr einen Runenstein? Ja, hier. Das Metall fügt sich zusammen und sechs reine Elfenseelen binden sich an den Runenstein. Jetzt nutzt seine Kraft. Er ist der Schnitter, der die Ernte eures Zornes einbringt. So, und damit haben wir auch. Ja. Der Prinzeps ist nur 24, also den können wir übernächste Stufe schon benutzen. Wir können jetzt erst einmal unsere Hexe austauschen gegen Char Arduin. Und ihn ausrüsten mit einer kleinen Klingenwaffe und dem Schattenschwert, genau. Erstmal Ringe. Ach, warum nicht? Und eine beliebige Magie. Ne, da sind die beiden eher was für ihn, weil er ist ja ein Magier. So, waffenmäßig. Kriegt er den in die Offhand? Oder die Mainhand? Kleine Klingenwaffen. Das ist alles zweihändig. Schilde kann er gar keine benutzen. Dann kriegt er halt so eine. Gut. Von mir aus. Und? Was nun, Runenkrieger? Mein Weg ist noch nicht zu Ende. Werdet ihr mir weiterhin folgen? Ach, wisst ihr, ich bleibe lieber hier. Ein Mann mit meinen Qualitäten kann sich hier einiges aufbauen. Warum habe ich auf einmal so ein ungutes Gefühl? Oh, das müsst ihr nicht. Ihr tragt die Schattenklinge. Ich wünsche Frieden mit euch zu halten, Runenkrieger. Tut das, alter Mann, tut das. Ja, das war das letzte Gespräch mit dem Maskierten. Weil wir haben jetzt die letzte Rune von ihm erhalten, die wir erhalten konnten.
Was ich in meinem ersten Playthrough nicht geschafft habe, weil ich den Ork nicht gefunden habe. Damals. Ihr habt die Waffe? Ja, wir haben den Wächter getäuscht. Die Schattenklinge gehört uns. Dann ist es soweit. Es wird Zeit für euch, dem Fialdark gegenüberzutreten. Nehmt den Glutstein. Er wird das Tor öffnen. Mögen die Götter mir verzeihen. Ja. Aufbruch in den Abgrund. Sie haben Gegenstand erhalten, Glutstein. Bewaffnet euch mit dem Schattenschwert, öffnet das Tor zum Abgrund. Ihr müsst das Schattenschwert tragen, um den Fialdark schlagen zu können. Rüstet euch damit, bevor ihr den Abgrund betretet. Das soll den Abgrund, eine leere goldene Fassung, Glutstein in die Fassung setzen. Ihr solltet euch zuerst mit dem Schattenschwert bewaffnen, bevor ihr dieses Tor öffnet. Ja, wir müssen das Schattenschwert wirklich einmal ausrüsten, um unser Schicksal zu besiegeln. Wo habe ich jetzt mein Schild hingepackt? Da. Glutstein. Der Stein glüht auf. Brennende Linien bilden sich auf dem Tor, das sich schließlich teilt und im Boden versinkt. So, jetzt können wir das Schwert wieder ablegen. Der Schaden ist aber schon angerichtet. Nutzt den Glutstein, um das Tor zum Abgrund zu öffnen, habe ich. Jetzt könnten wir theoretisch den Abgrund betreten. Will ich aber nicht. Auch nicht. Ist toll, wir werden die zwei Händler hier oben angezeigt, aber die Händler hier unten nicht. Also Gorek, Molochs und natürlich ganz wichtig Knoblin. Knoblin hat nämlich die Runen. Und ja, von denen kaufe ich mir jetzt mal eine. Ich habe nämlich mehr als genug Geld gerade, um mir wenigstens die für die Zwerge zu kaufen. Oh, sie sind günstiger geworden. Die haben doch vorher über 200 Gold gekostet. Dann her damit. Das heißt, zwei könnte ich mir theoretisch noch leisten, auf jeden Fall. Aber ja, das kommt alles erst noch. Hat Zeit, hat Weile. Also Dunkelelfen wahrscheinlich eher nicht. Weil da werden wir, bis wir die Dunkelelfen wieder spielen in Shadow of the Phoenix, eine andere kriegen. Mensch würde sich anbieten, weil ich weiß nicht, ob man eine Menschenrune kriegt, bevor man das Monument in Shadow of Phoenix benutzen darf. Was die erste richtige Map ist. Zwerge habe ich jetzt. Trolle kommen, weiß ich, haben ziemlich spät eine ziemlich coole Map gehabt in Shadow of the Phoenix. Vielleicht Elfen und Orks noch. Weil ich ehrlich nicht weiß, was ja. So, nur mal ganz kurz spicken, ob ich alle Schatten gelootet habe. Ja, habe ich. Okay. Das heißt, jetzt nach Tirganach zurück erstmal in die Elfenstadt. Mit Flink reden und Zeug verkaufen.
Und ja, dann kommt... der böse Teil. Ja, sucht in den Glutfängen die Karte im Felsen und merkt euch die Stelle, welche die Flamme markiert. Geht nach Tegernach zurück und sprecht mit Flink. Ah, ihr seid es wieder. Ich bin aus den Glutfängen zurück. Habt ihr euch gemerkt, wo der Schatz liegt? Ich hoffe es. Gut, dann geht so schnell wie möglich nach Fastholme und bergt ihn. Das Versteck ist jetzt offen. Ihr erkennt es an den knöchernen Wächtern, die es bewachen. Sie sind Farnhards treue Garde und bewachen den Schatz bis über den Tod hinaus. Wie viele knöcherne Wächter? Dem Buch zufolge bestand die Garde aus 15 Skeletten. Das sollte kein allzu schwerer Kampf werden. Ich breche auf, sobald ich bereit bin. Ja, das machen wir als nächstes. Findet den Schatz im Fastholm und bezwingt seine Wächter. Sucht im Fastholm die Stelle, die auf der Karte in den Glutfängen markiert war. Ja, das war da unten, wo ich gemeint habe, da kommt noch etwas. So, warte, wer war von euch die Runenhändlerin? Du? Ja. Nein, du verkaufst die Runen, die ich nicht möchte. So hart es auch klingt, du verkaufst gar keine Runen, dann war es die hier oben, glaube ich. Nein. Oder war es eine hier beim Stein? Ich kann mir ja so immer so gut merken, welcher Händler was verkauft. Nein, du nicht. Und du wahrscheinlich auch nicht, oder? Doch, du verkaufst die höherwertigen Arbeiterruhen, okay. Das. Jetzt habe ich wieder Rätsel raten, wer die Runen verkauft hat. Wenigstens habe ich Zauber zum Verkaufen, oder warst du es? Nein, auch nicht. Voldis kauft uns auf jeden Fall was ab, was Snedis? Ah ja. Genau, und zwar hat sie... Ja, hier, Priesterin Siobe hätte sie für viel zu viel... nee. Jetzt erstmal lieber nicht. Ich verkaufe erstmal die beiden Runen. Den da kriege ich für nichts los. Verkaufe die ganzen Zauber. Und dann geht es jetzt nach Fastholm zurück. Das Gute ist, es dürften keine Spawner auftauchen durch die durch das Quest jetzt. Das heißt, ich habe in der Ruhe Zeit, mich aufzubauen. Stimmt eigentlich, auf dem nächsten Level schon könnte ich... Fastholm. Wo ist Fastholm? Zwergenstadt, gut. Ja, wir müssen uns jetzt dieses Mal... Ach du meine Güte. Ja. Hi.
Die können wir dann auch nochmal killen. Das ist gut. Ich frage mich gerade, die Lucien, also die Vulkaner hier respawnen jedes Mal. Und ja, hier unten haben wir auch noch was zum Säubern.